Danke, Friedrich, für deine Einladung und für die Anknüpfung an Stuttgart. Wir hatten dort einen Sonderforschungsbereich, der nannte sich Sonderforschungsbereich Nummer 340, Linguistic Foundations for Computer Linguistics. Und wir Linguisten waren natürlich der Meinung, maschinelle Sprachverarbeitung ohne Deep Grammar wäre ja doch nicht möglich, weil immerhin scheint unser Hirn, war unsere Meinung, unser Hirn so organisiert zu sein. Und dann kam, jedes Jahr kam der Sprecher, es war Professor Rohrer, der auch das alles initiiert hat, auch das Institut für maschinelle Sprachverarbeitung, zurück von Stanford und sagte, ich habe den Namen vergessen, wer sein Partner war. Der sagte: Immer wenn ich einen Linguisten rausschmeiße, werden meine Rechner um 10% schneller. Und wie ich dann schon weg, auf dem Weg weg war nach Salzburg, war das die Zeit, wo sich dann immer mehr die stochastischen Modelle durchsetzten. Und ich bin wirklich erstaunt, dass ich in meiner Lebenszeit es erleben darf, dass. Wir hatten Vorträge, ich erinnere mich noch aus einem Lab in Tokio und waren extrem stolz, dass sie Sprecher unabhängig par tagar nach 3 Tagen Training geschafft haben, dass der Rechner das. Ich habe auf deine Anregung hin. Aha. Ich wollte. Ach so, muss ich so machen. Dass ich etwas machen soll, so in der Art, wie ich das in diesem Paper Is ChatGPT a grammatically competent informant? Und ich dachte mir, ja, gute Idee, das greife ich auf. Ich habe mich in diesem Paper mehr auf den Bereich Beurteilung der Akzeptanz von Ausdrücken konzentriert und war sehr erstaunt und beeindruckt, dass das, worauf wir Linguisten, so, wir Syntaktiker so stolz sind, dass wir das in den letzten 30 Jahren herausgefunden haben, dass auch dieser, wenn ich er sage, meine ich immer den Algorithmus, auch der Algorithmus zustande bringt. Lediglich im Bereich Erkennen und Berücksichtigen von Ambiguitäten, dachte ich mir, ist es nicht ganz die Human Baseline. Ich fange gleich mit einer Ambiguität an, weil es meine Frau so amüsiert hat. Die Wissenschaftler haben herausgefunden und sind dann wieder hineingegangen. Ich habe dann das eingegeben. Which one of the following German sentences is more amusing? Die Wissenschaftler fanden heraus und gingen wieder hinein, oder die Wissenschaftler kamen heraus und lachten alle sehr. Und dann kam natürlich raus, was man irgendwie vermutet hätte, dass die Wissenschaftler kamen heraus und lachten alle sehr, ist more amusing. Und dann dachte ich mir, nein, das war vor 2 Monaten, dachte ich mir, nein, das kann doch nicht das wirklich sein, was man aus der Maschine herauskriegt. Und ich sagte, es gab nochmal eine Query, which one of the following two German sentences is more witty? Und dann kam es natürlich prompt. Einige Wissenschaftler haben herausgefunden, sind wieder hineingegangen. This sentence is witty, because it plays on the double meaning of herausgefunden. Und zur gleichen Zeit hatte ich wo ist denn das? Wo ist denn mein Trö? Wieso geht das nicht? Na gut, das ist irgendwo verschluckt worden.
Ich habe mir den Artificial Intelligence Report angeschaut, der jährlich herauskommt. Irgendwie möchte ich doch gern den Bildschirm wieder ganz haben. Sieht man ihn ganz oder ist da jetzt links ein Streifen? Ja, natürlich ist der Streifen da, Aha. wenn es gratis gibt. Ich möchte auf die Vollbildversion, aber da oben ist jetzt der Balken zu. Aha. Keine Ahnung, wie ich das Vielleicht, jetzt. wenn du in die Präsentation selber reingehst und dann erscheint unten was auf. Also so mit der Maus einfach da Ja, herumfahren. ja, ja, ja. Nein, unten habe ich. Also das ist jetzt am Rand da, Plus und Minus. Da habe ich irgendein Fenster aufgemacht, was ich nicht wollte. Aber es geht so auch. Na gut, machen wir weiter. Und da habe ich das herauskopiert. Ich mache es einfach. Dasselbe. Und somit sind wir bei 2021, 2022 an einem Punkt angelangt, bei dem wir fast in allen Fällen die Human Baseline erreicht sehen. Also gleichsam der Turing-Test erfüllt ist, mit Ausnahme von Competition Level Mathematics. So, und das wollte ich mir jetzt anschauen. Wir schauen uns jetzt Ambiguität unter erschwerten Bedingungen an. Erschwert ist die Bedingung deswegen, weil das Betrachten von Sätzen ohne Kontext macht natürlich die Auflösung einer Ambiguität schwieriger, weil der Kontext ja eine bestimmte Lesart nahelegt. Der Grenzfall sind sowieso Garden Path Ausdrücke, wo man überhaupt keine Lesart findet. Ich kenne nicht viele syntaktische Garden Paths im Deutschen. Der einzige, der immer funktioniert, bei Leuten, die ihn noch nicht zur Kenntnis gebracht bekommen haben, ist ein Bekommen-Passiv dieser Art, als John Gardiner die Musiker vorgestellt bekamen Plural. Da stutzen die meisten und sagen, das geht nicht. Wenn man hingegen ihnen auf die Beine ein Hölzchen wirft und sagt, als ihn die Musiker vorgestellt bekamen, ist das in Ordnung, dann sieht natürlich jeder ein, dass das, was an diesem Satz seltsamer ist, ist diese ungewohnte Voranstellung des direkten Objekts und die Musiker sind Subjekt, sie bekommen den John Gardiner vorgestellt. So, diesen Garden Path, den knackt ChatGPT nicht. Wenn man who is introduced to whom in the situation described by the following sentence, dann ist die Antwort in the German sentence, the musicians are being introduced to John Gardiner. Und nicht der John Gardiner wird den Musikern vorgestellt. Habe ich die Gegenprobe gemacht bei den gängigen Übersetzungsprogrammen. DeepL schaut auf den ersten Blick gut aus, als John Gardiner die Musiker vorgestellt bekam, when John Gardiner was introduced to the musicians, aber als Alternative wird angeboten, when John Gardiner introduced the musicians. Das heißt, so sicher ist sich der Algorithmus dann doch nicht. So, jetzt gehe ich mal zu den lexikalischen Ambiguitäten und dann zu den strukturellen. Wir begeben uns ins Biedermeier. Da gab es in Wien einen Schriftsteller, der immer knapp bei Kasse war, namens Moritz Saphir. Und da ist diese Anekdote überliefert. Rothschild hat ihm ein Taschengeld ausgesetzt und er kam in die Villa Rothschild, um sich das wöchentlich oder monatlich zu holen. Und Rothschild sieht ihn kommen und sagt, ah, Herr Saphir, Sie kommen um Ihr Geld. Und Saphir antwortet, nein, Herr Baron, Sie kommen um Ihr Geld. DeepL
und Google-Übersetzer sind interessanterweise so, dass sich DeepL auf die eine Lesart und Google auf die andere und beide übersetzen es mit Mr. Saphir, you're losing your money oder Mr. Saphir, you're coming for your money. Aber in beiden Fällen dann auch No Baron, you are losing or No Baron, you are coming. Wenn man ChatGPT die Frage stellt, what does the following German conversation mean? Dann kriegt man die Antwort, it translates to English as Mr. Saphir, you are coming for your money. No Baron, you are losing your money. And this exchange involves a play on the German phrase um ihr Geld kommen. Das zeigt, dass ganz offensichtlich dieser Algorithmus es schafft, das, was wir als witzig und ironisch finden, zu bearbeiten und in der richtigen Weise damit zu verfahren. Das nächste Beispiel ist ein Lieblingsbeispiel von mir, schon Jahrzehnte alt, habe ich aus der Zeit von Walter Leonhard in einer Glosse. Und er schreibt dort, wer, wo man verkehrt, 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 verkehrt. Dauert meistens in der Klasse, in der Lehrveranstaltung ein Weilchen. Und die Frage ist dann meistens, was ist jetzt das Verb, und was ist das Adverb? Und ChatGPT meint, das heißt so viel wie whoever associates with the wrong crowd. Travels wrong, he travels wrong, travels wrong. Also ganz steigt das, glaube ich, nicht. Nicht zum Sinn der Sache durch. Und die zweite Anfrage, die ich dann gemacht habe, war: Naja, gut, wie viele Verben enthält denn der folgende Satz? Und das habe ich schon desambiguiert oder sagen wir, leichter den Parser zu verarbeiten gemacht. Wenn Sie dort, wo man verkehrt, verkehrt, verkehrt verkehren, verkehren Sie verkehrt. Er schrieb da über Indien und dass man dort links fährt, so wie das aus der englischen Tradition kommt. Und wenn man in einem Land, in dem man links fährt, nicht links fährt, fährt man verkehrt. Und bei der Frage, wie viele Verben enthält denn dieser Satz, das habe ich mehrfach gemacht. Egal, wie man fragt, es kommt immer, es sind insgesamt fünf verschiedene Verben, was mir den Rückschluss nahelegt, dass ChatGPT offenbar ganz ohne Wortartendifferenzierung auskommt. So, strukturelle Ambiguitäten, der triviale Typ. Kennen wir aus den Anfangstagen des Parsings. PP-Attachment und Lynn Frazier mit Minimal Attachment. Und ich lese im Spiegel immer am liebsten gleich die vorletzte Seite, den Hohlspiegel. Und da halte ich diese Beispiele nicht für die witzigsten, aber sie kommen immer wieder vor. Der das aussucht und sortiert, liebt es oder fühlt sich irgendwie provoziert, wenn er eine zweite Leser kriegt mit Minimal Attachment, wie im Polizeistoppte den Dieb mit Machete oder Auto fährt nach Kollision mit E-Bike davon. Polizei verfolgt der 17-Jährige im geklauten Auto. Die PPs werden hier jeweils als Adverbien zum Verb genommen und nicht als Teil der Nominalphrase. Sowas ist kein Problem für ChatGPT. Er liefert einem die zwei Lesarten. Entweder gibt es eine Kollision mit einem der Zusammenstoß mit dem Fahrrad und danach fuhr das Auto davon oder es fuhr mit dem Auto davon. Eben das Adverb zum Verb. Mit diesem Satz, das ist eine etwas komplexere Angelegenheit mit PP-Attachment. Da kann man ungefähr in
in der Lehrveranstaltung eine Stunde verbringen, bis man sich geeinigt hat, wie viele strukturell bedingte verschiedene Lesarten der folgende Satz hat. Er begrüßte den Mann mit einem Affen im Pyjama. Und ich habe hier die fünf strukturellen, jeweils die Phrase mit Gelb unterlegt, also den Mann, und der wird spezifiziert, der hat eine PP drinnen mit einem Affen und da ist noch eine PP im Pyjama. Oder den Mann mit dem Affen im Pyjama begrüßen ist eine mögliche Form von einer Umstellung in der NP und heißt dann, dass der Mann den Pyjama hat und mit einem Affen. Dann gibt es den Mann mit dem Affen begrüßen, indem man selber einen Pyjama hat. Und dann noch die Lesart mit einem Affen in Begleitung eines Affens. Dann hat man den Mann mit einem Affen im Pyjama begrüßen. Dann ist das Begrüßungsteam ist dann er und der Affe im Pyjama. Oder es ist er und der Affe und er hat den Pyjama. Die idiomatischen Lesarten und die lexikalischen eventuellen Ambiguitäten lasse ich hier weg, weil es nur um die strukturellen geht. Also, ich glaube, im Wienerischen heißt es, wenn man mit einem Affen nach Hause kommt, nicht unbedingt, dass man ein Tier mitführt. Und ich bin drauf gekommen, dass das auch im Tschechischen so ist. Und ich weiß gar nicht, ob nicht das vom Tschechischen ins Wienerische gekommen ist. So. Was macht ChatGPT? The sentence, er begrüßte den Mann mit dem Affen im Pyjama, can be interpreted in a few different ways due to its ambiguous structure. Here are the possible meanings. Wie Sie sehen, sind das drei der fünf. Die zwei, die fehlen, das ist die Nummer drei hier. Und die vier, das ist die Lesart, die vier ist die Lesart, die ganz normal und frequent neben den anderen zu finden ist, dass der Affe im Pyjama zu diesem Paar gehört, das begrüßt nämlich er und der Affe im Pyjama. Also die zwei fehlen, aber sonst. Wenn man das vergleicht, wenn ich das mir überlege, wenn ich das den Studierenden auftrage und sie sagen, sie sollen alle Lesarten angeben, dann bin ich froh, wenn sie mit den Dreien kommen. Es gibt Ambiguitäten aufgrund von optionaler Elision, zum Beispiel bei Komparativkonstruktionen. Er spricht schneller, als er denkt. Und er spricht schneller, als er denkt, dass er spricht. Und da habe ich ein Beispiel genommen, das mich damals sehr amüsiert hat in Stuttgart. In der S-Bahn gab es Werbung für eine Lebensversicherung. Und die hatte den Slogan, man altert schneller, als man denkt. Und das Sujet waren jeweils Kinder in Erwachsenenkleidern. Und unter einer dieser Werbetafeln hatte einer hingekritzelt, da sieht man, wie schnell die Schwaben denken. Und diese Aufgabe habe ich dann für den Chatbot verwendet. Is the following sentence ambiguous? People age faster than they think. Das habe ich vor einem Monat mal gemacht. Und seitdem hat sich das Logo von farblich auf schwarz-weiß geändert. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass dann die Nachfolgeversion auch eine andere ist. Jedenfalls war damals die Antwort, is not inherently ambiguous, as there is only one possible interpretation of this sentence. 2 Monate später, das heißt gestern, vorgestern, habe ich eingegeben, if someone ages faster than he thinks, does this mean he thinks very slowly?
Und dann kommt sofort die Antwort, die literal interpretation ist in der Tat die, die getriggert wird, nämlich, dass das Denken langsamer ist als der Alterungsprozess. Und dann habe ich wieder den Satz, den ich vor 2 Monaten in der gleichen Form, People age faster than they think. Und sieh da, jetzt kommt Prompt. Du kannst, das ist die Zeit, das Sprechtempo vergleichen, oder du kannst das Denktempo vergleichen, was sie unter Cognitive Speed meinen. Für Deutsch habe ich es auch noch. One age is faster than one thinks. This impression suggests that the process of aging happens more quickly. And one age is faster than one thinks could imply that the frequency of thinking, finde ich nett, dass das so ausgedrückt wird, die Taktfrequenz in unserem Apparat ist slower compared to the speed of aging. Jetzt zu einem etwas anspruchsvolleren Typ, den verdanke ich Tilman Höhle in einem Seminar. Da weiß ich noch ganz genau, weil ich 87 dort war, da ungefähr ein paar Wochen. Und der hatte den Satz auf die Tafel geschrieben: Glaubst du, dass Fritz meint, dass es regnet, macht uns etwas aus? Und stellte dann die Frage, welches der zwei Vorkommen von das kann man weglassen? Salve grammaticalitate, also damit der Satz noch grammatisch bleibt. Und das habe ich dann später auch in meinen Lehrveranstaltungen immer wieder probiert. Und wenn man genug Leute im Kurs sitzen hat, dann bilden sich zwei Gruppen. Die einen sagen das eine und die anderen das, aber in Wirklichkeit ist das eine boshafte Frage, denn man kann jedes der beiden weglassen, aber nicht gleichzeitig. Denn es steuert, das Weglassen steuert eine Strukturinformation und die zwei Sätze sind strukturell ambig. Wenn wir also den Satz anschauen, glaubst du, dass Fritz meint, dass es regnet, macht uns etwas aus, dann kann, was ich in der ersten Zeile A gelb unterlegt habe, dass es regnet, macht uns etwas aus, ist das Objekt von meinen. Also der Fritz meint etwas, nämlich, dass es für uns einen Unterschied macht, ob es regnet oder nicht. Und die andere Lesart ist, glaubst du, der Umstand, dass Fritz meint, dass es regnet, würde uns etwas ausmachen. So, und nun kommt zum Tragen, dass wir im Deutschen nur bei Objektsätzen, nicht aber bei Subjektsätzen von der Das-Variante zur Verb-Weit-Variante wechseln können. Also Fritz meint, dass es regnet, versus Fritz meint, es regnet. Oder Fritz meint, dass es nicht regnet, Fritz meint, es regnet nicht. Und nun ist klar, dass dann, wenn wir das erste das weglassen und dadurch das zum Verb-Zweitsatz machen, glaubst du, Fritz meint etwas, dass das dann der Objektsatz sein muss. Glaubst du, Fritz meint, sonst, wenn es der Subjektsatz ist, wie hier, dass Fritz meint, dass es regnet, dann kann man das nicht weglassen. Also, glaubst du, Fritz meint, dass es regnet, macht uns etwas aus, entspricht dann dieser Lesart. Und glaubst du, dass Fritz meint, es regnet, macht uns etwas aus, entspricht der Lesart im Satz B. So, und was macht dann ChatGPT? Is the following German sentence ambiguous? Glaubst du, dass Fritz meint, dass es regnet, macht uns etwas aus? Hier ist die Reaktion korrekt, nämlich die Unterscheidung, dass es einmal darum geht, ob es uns etwas ausmacht, dass Fritz meint, dass es regnet,
Oh, und die andere Lesart, dass Fritz meint, es würde uns was ausmachen, dass es regnet. Aber die Frage ist jetzt, was ist mit passiert, wenn wir den desambiguierenden Verb zweit, die desambiguierende Verb zweitstruktur im Nebensatz verwenden? Glaubst du, Fritz meint, dass es regnet, macht uns etwas aus? Und hier versagt der Algorithmus, weil er einem die andere Lesart liefert. Und amüsant ist, dass eine Korrektur vorgeschlagen wird. Glaubst du, Fritz meint, dass es regnet, macht uns das etwas aus? Was natürlich nicht wirklich ein einziger Satz sein könnte. Den anderen, glaubst du, dass Fritz meint, es regnet, macht uns etwas aus? Der wird korrekt erkannt. Und da hilft uns der Algorithmus auf die Sprünge, indem er sagt, ja, das kannst du so sehen, dass das eigentlich zwei Teile sind. Glaubst du, dass Fritz meint, es regnet und dass uns das etwas ausmacht? Man kann bemängeln, dass er hier das Glauben fälschlicherweise in den zu dem ersten Teil dazu rechnet, was ja nicht wirklich stimmt, weil Glauben ist nicht, hat ja Scopus über den ganzen Bereich. Und es geht um Fritz meint, dass es regnet. Und auch hier wieder wird in der Korrektur vorgeschlagen, glaubst du, dass Fritz meint, es regnet? Macht uns das etwas aus? Okay, also von den vielen Versuchen, ChatGPT daraufhin abzuklopfen, wie es denn klappt mit der Auflösung von Ambiguitäten, ist lediglich bei dieser Desambiguierung nicht damit fertig geworden. Ich hatte auch noch in dem Paper ein Beispiel, das hat ChatGPT auch nicht geschafft, aber das schaffen. Ich habe bisher, alle, die ich bisher gefragt habe, haben die Ambiguität nicht auf Anhieb erkannt. Wenn man einen englischen Satz nimmt wie He informed the team that he has cheated, und sagt, was hat das für zwei Bedeutungen? Dann finden die Leute sehr schwer die zweite Bedeutung. Leichter ist es, wenn man das auf Deutsch übersetzt und sagt, ja, er informierte das Team, dass, also ich hatte nicht er, das er, sondern er informierte das Team, dass Peter betrogen hat und er informierte das Team und jetzt mit das, mit einem S. Also es ist die Ambiguität zwischen einem, dass der that-Satz im Englischen ein Relativsatz sein kann oder ein Objektsatz. So, und zum Abschluss habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt eine Textaufgabe, die ich in meiner Stuttgarter Antrittsvorlesung, die dann auf Papier erschienen ist, und wo es mir darum ging, nicht den Turing-Test zu beschreiben, sondern den Anti-Turing-Test. Wie leicht ist es, ein Publikum glauben zu machen, dass die Antwort nicht von einem Menschen stammt, sondern nicht von einem Menschen stammt, sondern von einem Computer. Und ich, irgendwo, es war mir da untergekommen, ein Beispiel von einer wirklich beeindruckenden Eleganz. Die Frage ist, was ist das Restvolumen einer Kugel, in die man zentral einen Zylinder der Höhe 6
einschreibt. Also das heißt, das Restvolumen ist das Volumen der Kugel minus der beiden Kappen und dem Volumen des eingeschriebenen Zylinders. Damit das ein bisschen verständlicher wird, es geht um diese grün eingef um diesen grün eingefärbten Ring, der hier übrig bleibt. Und das Erstaunliche bei dieser Aufgabe ist ja, dass man nur eine einzige Angabe hat, nämlich die Höhe des Zylinders. Man fragt sich, ah, hängt das Restvolumen nicht davon ab, wie groß die Kugel ist? Nein, sie hängt interessanterweise nicht davon ab, wie groß die Kugel ist. Ob die so groß wie ein Fußball ist oder wie ein Riesenballon oder wie unsere Erdkugel oder was haben wir noch Größeres, wie unsere Sonne oder ein Kugelsternhaufen. Es ist völlig wurscht. Es ist immer eine Konstante. Konstantes Verhältnis zum Zylinder. Gut. Das ist die Frage. What is the residual volume of a sphere in the center of which a cylinder with a height of 6 is inscribed? In other words, the residual volume is the volume of the sphere remaining minus the volume of two caps, minus the volume of the cylinder. So, was macht ChatGPT? Die Vorgehensweise ist völlig vernünftig. Es geht darum, das Volumen der Kugel minus des Volumens des eingeschriebenen Zylinders minus das Volumen der zwei Kappen. So, und jetzt wird gerechnet. Given. The height of the cylinder is 6. Und jetzt kommt's. Erster Schritt. Finde den Radius der Kugel. Und das, was ich hier rosa eingefärbt habe in dem Kasten, ist Quatsch. Das ist der Fehler, den das System macht. Da der Zylinder in die Kugel eingeschrieben ist, muss die Höhe des Zylinders gleich sein dem Durchmesser der Kugel. Das ist natürlich Quatsch. Ich kann einen Zylinder der Höhe 6 in jede Kugel einschreiben, die größer ist als 6 Einheiten von was immer. Es wird nur die Kappe um vieles größer. Das Volumen der Kappe wird dann, der Kappen wird immer größer. Und dann rechnet er korrekt aus, das Volumen der Kugel, das ist 4r der dritten Pi. Kommt das Kugelvolumen 36 Pi, alles okay. Aber jetzt kommt's. Ich habe jetzt, das sind jetzt drei Schritten 3 und 4, die habe ich mir gespart, weil das sind nur die Anwendung der Formel auf die Kugelkappen. Und dann kommt das Ergebnis minus 54 Pi. Also das Volumen der Kugel minus des Zylinders minus der Kappen. Und das System ist, man ist fast versucht zu sagen, sich bewusst, aber natürlich nicht bewusst, sondern in der Lage zu erkennen, dass ein negatives Volumen wahrscheinlich auf einen Fehler hindeutet. Und dann rechnet es nochmal weiter und kommt dann, beharrt dann auf minus 54 Pi. Was natürlich völliger Quatsch ist. Nun, warum finde ich die Aufgabe so elegant? Das hat ein Mathematiklehrer in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts in einer Zeitschrift, die in London erschienen ist. Ich habe die genaue Angabe leider versaubeutelt. Dort publiziert mit dem Hinweis, dass man das ja alles im Kopf ausrechnen kann. Denn ein wirklich mathematisch begabtes Hirn, und ich habe das getestet mit Mats Ruth bei einem Ausflug unseres Graduiertenkollegs in Stuttgart, das ebenfalls sich mit ebenfalls den Grundlagen der Computerlinguistik gewidmet war. Und ich saß neben ihm und im Bus und stellte ihm die Frage. Und ich merkte, er ist interessiert an dem Problem und schwieg. Und nach 2 Minuten murmelte er vor sich hin: What's the limiting case?
Und das ist die Lösung. Was ist der Grenzfall für dieses generelle Problem? Das generelle Problem ist, dass es unabhängig ist von der Größe der Kugel, offenbar und ein Mathematiker sagt sich dann, was ist der Grenzfall? Naja, der Grenzfall ist eine Kugel mit dem Durchmesser 6. Was ist das Volumen des Zylinders, eingeschrieben in eine Kugel mit dem Durchmesser 6, wenn der Zylinder 6 hoch ist? Ja, es ist eine Linie, Objekt ohne Volumen. Und was ist das Volumen der Kappen? Ja, es gibt keine Kappen, die sind auch null. Das heißt, das Volumen, das Restvolumen, ist das Volumen einer Kugel mit dem Durchmesser 6. Und das ist 36 Pi, was das System ja am Anfang als Kugelvolumen ausgerechnet hatte. So, damit bin ich schon beim Fazit. Das, was ich in dem Paper noch als gewisse Schwachpunkte glaubte zu bemerken, habe ich der Überprüfung, die ich hier vorgestellt habe, nicht mehr erkannt. Also es ist ja, wir müssen ja davon ausgehen, bei der Frage Human Baseline, was würde die durchschnittliche Sprachverwenderin oder die durchschnittliche Testperson denn antworten? Und auch die Frage habe ich, das habe ich im Paper abgedruckt, dem ChatGPT gestellt: Wie müsste eine Untersuchung ausgeführt werden, um herauszufinden, ob ChatGPT genauso sprachlich kompetent ist wie ein muttersprachlicher Sprecher? Und natürlich kamen in Sekundenbruchteilen aufgeschlüsselt die 5 Schritte. Du musst dir eine Testbatterie zusammenstellen. Du musst sie mit ChatGPT und deinen Probanden, dann musst du sie auswerten und dann kannst du vergleichen und dann wirst du es wissen. Also ich glaube, ChatGPT würde da nicht schlechter abschneiden als der Durchschnitt der Testprobanden. Und ich glaube auch, das Mathepotenzial, das sich in diesem Beispiel gezeigt hat, entspricht dem Durchschnitt. Denn ich habe noch niemanden gefunden außer Mats Rus, der in der Lage war, dieses Problem im Kopf zu lösen. So, danke, das war's.